Ja, yeah, und somit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play We Happy View. Was will man großartig sagen? Einige werden es kennen oder vielleicht auch eher weniger. Ich weiß es gar nicht genau, wie up-to-date ihr da seid. Denn das Spiel ist noch relativ frisch gebacken. Erstmal hier vielen, vielen Dank an die Publisher, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Nicht deswegen spiele ich es, weil sie es zur Verfügung gestellt haben, sondern ich habe danach gefragt und sie haben es dann zugeschickt. Nochmal vielen, vielen Dank, denn das Spiel wollte ich so oder so let's playen. Es ist so ein bisschen Psycho-Horror-Psycho-Spiel. Das trifft es ganz gut auf den Kopf und ist nichts für schwache Nerven. Also da, wir werden glaube ich den einen oder anderen Schockmoment erhalten. Und ihr seht, grafisch ist das schon echt eine Perle. Also es sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Sprache derzeit nur Englisch und Französisch. Deutsch soll noch kommen, wir warten einfach mal ab. Hier lasse ich das einfach alles mal so drinne. Das sollte eigentlich so passen. Was haben wir? Audio könnten wir noch anpassen. Aber das habe ich jetzt eigentlich schon vorab ein bisschen geändert. Wie machen wir nochmal den Untertitel rein? Habe ich gerade gesehen. Show Subtitles. Machen wir an. Ne? So, sollte drin sein. Ist drin. Sehr schön. Dann haben wir, oder habt ihr auch die Untertitel. Denn man muss sagen, das Spiel ist in Englisch. Englisch ist eigentlich nicht das Problem. Allerdings ist das hier so ein britischer Akzent. Ne? Das heißt, man versteht nicht immer alles. Und vor allem, ich werde nicht alles verstehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, lass uns hier mal richtig schön reinhämmern und mal gucken. Blut. Blut. Was zur Hölle? Ja, das sollte doch schön werden. Mehr oder weniger. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall verspricht das Spiel sehr viel. Hat sie gereimt. Alles, was sie reimt, ist gut. Denn es ist wirklich so, dass je nachdem, wie ihr das Spiel spielt, also das Spiel wächst quasi mit der Spielweise, wie ihr spielt. Das Ganze wird nach und nach immer geändert und so. Ist wirklich jedes Spielvergnügen in dem Spiel anders. Es ist nie das gleiche. Wie genau das vonstatten geht, keine Ahnung. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, aber ich denke, gemeinsam kriegen wir das hin. Second will put the player in dying state when their heals reach zero. Lassen wir... Oh. Also Heilung einfach, ne? Also ein Heilungs... man muss sich heilen. Was haben wir hier? Paradise lassen wir auf... lassen wir auf off. Also wir machen uns erstmal ganz, ganz einfach. Ja, das lassen wir mal an. Also da bin ich ein bisschen neugierig, wie das genau vonstatten geht. Ich denke, das lassen wir laufen. Das lassen wir so. Okay, dann nehmen wir einfach mal Accept. Joy is plentiful in the village of Hamelin. Have a care not to overindulge. Was das genau heißt, weiß ich nicht. Lassen wir mal laden. Happy is the country with no past. Redaktor? Wo sind wir denn hier? Was müssen wir machen? Ha? Ja? No swimming in the river. Oh, heavens no. Ach, der schwärzt das. Der zensiert die Kacke. Man muss sagen, also um euch mal ein bisschen zum Spiel was zu erzählen, ne, es geht darum, dass die ganzen Bewohner in der Stadt quasi Glücksmenschen sind. Sowas wie Glücksbärchen ist nur als Menschen. Allerdings mit einer harten Sache, und zwar müssen die Drogen nehmen, damit sie glücklich sind. Und Joy ist, glaube ich, die Pille, die wir schlucken müssen. So heißt sie, glaube ich. Ja, und wenn wir die Pille nicht nehmen, kommen wir halt in diese sogenannte, also in die wirkliche, ja, ins wirkliche Geschehen sozusagen. Ne? Der Rausch lässt danach, es ist nicht mehr alles so toll, wie es aussieht. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir die Pille nehmen oder ob wir uns erinnern. Die linke oder die rechte Pille. Die Frage war schon sehr, sehr wichtig bei Matrix. Jetzt haben wir sie aber hier. Läuft das leckfrei? Ja, läuft ganz okay. Kann man so lassen. remember oder V, take joy. Wir erinnern uns natürlich, weil die Pille will ich jetzt ungern nehmen. Ich will natürlich der Sache auf den Grund gehen. Deshalb drücken wir einfach mal E. Weg mit dem Scheiß! Genau, in den Mülleimer damit. Percy! Percy!
Ja, Pillen sind weg, mein Freund. Jetzt müssen wir so klarkommen. Ohne Pille. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then. Finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Okay, sie zieht sich erstmal rein und hat direkt ein schönes Grinsen auf der Fresse. The power cell's empty. Alter. What do you do? Take empty power cell. Place power cell. Okay, wir sollten uns natürlich erstmal eine andere holen. Stand up. Haha, ein Stand up Comedy. Okay, das sind wir jetzt hier. I love what you've done with your office. It's so homey. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes Büro, was wir hier haben. Schön eingerichtet. Der Rohrpost ist cool, ne? Would you be able to find the doorknob, or should I tie a bright yellow ribbon on it? Boah, geh mir doch nicht auf den Sack. Ich will in Ruhe gucken. Arthur Hastings, das sind wir Employer of the Year. Also wir sind der Angestellter des Jahres. City of Wellington Wells. Ach, da ist eine. Guck mal. Nehmen wir die, stecken die da rein. So. Und dann sollte das hier wieder klappen. Accept Dokument, Sensor Dokument. Okay, wir können jetzt hier erstmal schön... Was? Lass mich, ich hab noch zu tun. Wir können jetzt hier ein bisschen zensieren. Das ist natürlich sehr cool. Kann man eigentlich lassen, oder? Accept. Das ist okay. The idea is to forget our nightmare, Martha, not enshrine them. Nächste. How does she know? Was haben wir denn hier? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Ja, ich komme noch gleich. Meine Fresse, geht mir noch auf den Sack hier. So. Prudence supposed to be coming back today. Bei Classified Registration Proposal. Es wird zu viel Text. Kein Mensch braucht so viel Text, ne? Das ist einfach so. Dementsprechend würde ich sagen, wir schwärzen die Scheiße. Weg damit. Nächste Pille rein. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Drug Trials a Qualified Success, say Sir Robert. So, jetzt können wir selbst entscheiden. Warte mal, können wir denn an die Hebel ran? Ne, können wir nicht. Das ist aber auch zu viel Text, also, ne? Das wollen wir den Menschen hier nicht antun. Weg damit. So, okay, das reicht mir aber auch schon. Ne? Mehr brauchen wir nicht zensieren. Schönes Gemälde, ich würde es kaufen für genau 2 Euro. Für 50 Cent. Entschuldigung. Hier haben wir ein schönes Buch. Boah, kann einer von euch das lesen? So altdeutsche Schrift, ne? Regulations auf jeden Fall, aber das ist der erste Buchstabe. Kann ich nicht lesen, ey. So, Tür können wir schließen. Ja, jetzt haben wir in Ruhe. Können wir auch zuschließen? Tatsache. Zack! Geil, ich habe das Ding zugeschlossen. Gucken wir mal ein bisschen raus. In Wellington rein. Die Sonne scheint, so wie es aussieht. Ja, oder? Nee, es scheint. Doch, die Sonne scheint. Da ist so ein leichter Sonnenschein. Aber im Hintergrund, ich weiß nicht. Ja, so sieht eigentlich ein bisschen aus wie grauer Himmel. Aber gut, wir nehmen ja natürlich unsere schöne Pille. Da war doch gerade irgendwas. Tech Power Cell. Achso, nee, brauchen wir nicht. Wir haben irgendwas. Können die Schublade aufmachen. Sit down. Brauchen wir nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter, liebe Leute. So. Ach. Da hat es mich gejuckt. Das ist dieses Röhrensystem. Boah, meine Nase wieder. Es tut mir leid. Allergiker, ne? Schrecklich. Okay. Hier kommen wir nicht rein. Internetwork. Was haben wir denn hier? Cliff Birth Whistle. You're off at the party, aren't you? Hm, wo ist er? Das Büro sieht ein bisschen... Kacke aus, ne? Ein bisschen unaufgeräumt, muss ich sagen. I found an anonymous letter in Cliff's office. Here's what it says. Dear Director Bing, one of your employees is a subversive and may even be a downer. I overheard him in the commissary telling a friend that he thinks that his job redacting old articles is silly and what's so scary about the tourists. He is very tall and slim, what with black hair and brown eyes and glasses. I know I should have asked him
his name, but I'm a naturally shy woman. And, ja, das war's schon. Also, sie geht der Sache wohl ein bisschen nach. Sie stellt es in Frage, was hier geschieht. Und auf einmal ist ihr Büro so ein bisschen... Oh, guck mal hier. Oh, das bin ich. Warum zur Hölle? Jetzt können wir hier eigentlich auch noch ein bisschen Kacke bauen, ne? Was haben wir denn hier Schönes? So, guck mal. Okay, Farm Workers Expected a Return from Germany. Von 1946, also ein alter Kriegsstreifen hier. Müssen wir natürlich zensieren, ne? Ganz klar. Müssen wir zensieren. Friday, 19. Oktober. Ich kann das ja... Doch, 64 ist es. Alter. 1964. Also rund 20 Jahre nach dem Krieg. Taxi Service restored on 3 wheels. Wellington Wells once again has Taxi Service. Lassen wir mal drin da. Also ich finde, Taxi ist nichts Schlimmes. Das braucht man nicht verstecken. Das können wir mit reinnehmen. So, hau die Pulle weg. Nächste Dokument. Was haben wir hier? Wellington under reopens. English girls welcome. Welcome. Ja. Weißt du Bescheid. Kann man akzeptieren. So. Reicht jetzt aber auch mit der Zensur. Wir gehen mal weiter. Hau die Pille weg. So, komm, ich will aufstehen. Ich will aufstehen, kann das nicht mehr machen. So, haben wir noch irgendwas Schönes hier? Ist das ein Cricket-Schläger, würde ich sagen. Ne? Ist das ein Cricket-Schläger? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein Cricket-Schläger. Pick up business letter. Dear Mr. Birthbizzle, it is so thoughtful of you to suggest. Shit. He wants my view. However, I'm afraid that it would be destabilizing to trap your office with that of Mr. Hastings. Fortunately, turnover in this department is high. If Prue doesn't return soon, I don't see why you couldn't have her office. In the meantime, I suggest you pop another joy, and you will feel the sunshine on your face. Whether you have a window or not. Ja, die Pille macht's möglich halt, ne? Sozusagen die Pille danach, oder? Ja, davor. Whatever happened to you, Prudence? Come back. Wow, 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 wow. Ach du Scheiße, das ist ein bisschen... Das sieht aus wie Kacke. Ich glaube, das sollte mal eine Banane sein oder so. WTF. Sit down. You're not coming back, are you, Prue? My summer vacations. Are you off your joy, Prue? I mean, you too. Er hat's auch nicht genommen. Nee, ich mache jetzt den seine Arbeit nicht weiter. Ich habe anderes zu tun. Also so langsam seht ihr, die Pille lässt nach. Und die Wirklichkeit erscheint. Gucken wir mal weiter. Oh. Oh. Alter. Der haut der den da rein. Ich kann nicht helfen. Ich würde gern. Oh. Oh, fuck, 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 lauf, 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 lauf. Ah, ich komme in die rein. Schließen, schließen. Oh mein Gott. Oh mein motherfucking Gott. Ich saß hier schon. Ich mache hier nur meine Arbeit. Oh mein Gott. Ich glaube, er will mich. Wo ist er? Soll ich rausgehen, Leute? Ich weiß nicht. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Ja! Wo ist der Cricket-Schläger? Wo ist der Cricket-Schläger? Gib mir den Cricket-Schläger. Ich will den Cricket-Schläger. Ich kann ihn nicht nehmen. Scheiße. Mann, okay. Okay, da war's. Er hat nur das Fenster runtergemacht, oder was? Ich höre nichts. Scheiße. WTF. Ja, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, wie man sieht. Das ist keine Sache von 2 Minuten. Happy is the country that has no history. Hört ihr das? Da weint einer. Da heult einer rum. Oh, ein bisschen Gehirnwäsche. Seht ihr, das wird auf dem Haus quasi projiziert.
It's never too late to have a happy past. Out for lunch. Kommen wir nicht ran? Oh. Oh, eine Piñata. You nearly missed the pinata. Ja, bei dem Spaß bin ich doch dabei. Süßigkeiten sind immer gut. Ja, gib mir was zum Schlagen und ich mach's. Hit it, ja. Okay, drauf da. Ja. Ist das Farbe oder? Ist das ein Alter! What the fuck? Basa, Alter, ihr seid schon ein bisschen ekelhaft, Leute. Ihr seid schon ein bisschen ekelhaft. Raus, mach zu, das Ding. Komm, weg, wir müssen weg. Oh mein Gott, hier, da geht's hoch, oder? Kommen wir da hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Sauber. Weiter. Crouch. Okay, wir haben gecrouched. Da geht's nicht weiter. Gehen wir hier mal rein. Nein! Komm, lauf. Oh mein Gott. Komm, lauf. Steh auf. Das schaffen wir, mein Freund. Mach die Tür auf. Ja, okay, lauf. Nicht nach hinten gucken. Lauf und auf damit. Komm, zieh. Verdammt. Brich das Ding ab. Hau ihn das Ding über den Kopf. Nein! Ins Gesicht. Ah, scheiße. Fuck it. Da wurden wir noch erwischt. Verdammte Axt, ey. Kacke. You can sometimes find out interesting facts by reading the newspaper. Just sit on the bench and open it up. Ja, also für die ganze Nachrichten und so was werden wir uns natürlich die Zeit sparen. Bis die deutsche Version drauf ist, dann ja, draußen ist, dann werden wir uns das Spiel nochmal zu Gemüte führen. Bis dahin überspringen wir das einfach ganz grob. I can't believe I'm still alive. Rennington, 11. Oktober 1964. Also einen Tag später. I can't go back. I've got to get out of here. Can the grapefruit juice. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall. Den könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Was ist denn F und Q? Ich glaube, da kommt noch was rein. Vermute ich mal. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal alles mit. E, take them all. First aid kit is now available in your journal. Nice. Können wir dann auch nehmen, ne? Ah nee, da fehlt uns noch eine Bandage. Okay, alles klar. Die ist jetzt empty. Wir haben noch ein Safe. Stash. Ach, guck mal, da können wir Sachen verstauen. Sachen, die wir nicht brauchen. Das ist natürlich auch sehr geil. You can open locks by crafting a basic lockpick. Können wir das denn jetzt machen? Warte mal. Das ist unser Aussehen, okay. Oh, da läuft gerade Fernseher. Direkt erstmal vorsetzen hier. Mir fehlt ein bisschen der Sitz. Okay, oben haben wir eine Karte. Seht ihr die? Ja, seht ihr. Sehr gut. Nehmen wir erstmal alles. Und hier natürlich auch. So, hier kommen wir raus. Hold E, exit safe house. Können wir hier auch raus? Open. Nee, die ist kaputt. It's Mrs. Stokes. Gucken wir uns das mal an. Hängt. Oh mein Gott. Die hängt hier. Ich weiß auch nicht, ob sie ermordet wurde oder ob sie selbst getan hat. Sieht natürlich so aus in dem Stuhl, als hätte sie sich selbst getan. Aber das kann natürlich auch, ne? Also muss ja nichts heißen. Ganz ehrlich, muss ja nichts heißen. My memories are all coming back. It's horrible. I try to think only about nice things, but whenever I walk around these old streets, I can see her running up and down. Does she remember me? Do you think? She was so young. Practicing her bitter Dankeschöns. I wonder where they took her and why she stopped writing. I try to think what Stanley would say, but he's no use at all. He never was. I don't know how much longer I can stand all this. Ist das ein anderer? Ja. My memories are all coming back. It's horrible. Achso. There is that hatch on Apple Home. If only I could flee to the mainland, there must be some people out there. Otherwise, did we trade for food with all those years? But the bridge is in the Parade District. Rest überspringen wir einfach mal. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles gesehen.
Ich gucke nochmal ganz kurz im Inventar. Da haben wir es. Pointy Stick. Okay, da haben wir sogar ausgerüstet. Das heißt, wir können damit zuschlagen, ne? Tatsache. Aber wir verlieren dann... Ach nee, doch nicht. Ich habe gedacht, der geht kaputt. Aber nee, es ist alles gut. Also wir können tatsächlich damit zuschlagen. Aber wir lassen erstmal unsere Hände leer. Mit F? Nee. Q wieder weg? Okay, dann passt das. Können wir das aufbrechen vielleicht? Ich probiere das mal. Geht nicht, okay. Hätte ja sein können. Muss man natürlich alles ausprobieren. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was da oben auf uns wartet. Bis gleich. Ciao, Leute.